Erzähl, welche Fernsehen. Werbefilm TV. Unser dünner Engländer. Ja, Leslie, sag mal, wie hat das angefangen? Welches Instrument hast du eigentlich gelernt? Irgendwann? Ja, wenn Tenor, Saxophon und Querflöte beim Militär. Ich bin als Militärmusiker bei Band of the Royal Air Force nach Deutschland gekommen, 1963. Nach 3 Jahren, also bis 1966, da war meine Zeit um. Militärzeit. Und da ich einige Verbindungen als Musiker angeknüpft hatte damals, habe ich nach Absprache mit meiner Frau natürlich entschlossen, ein Jahr hier zu bleiben, als kleines Abenteuer. Ein Jahr. Ein Jahr. Ja, das war 1966. Was sage ich immer? Ich habe den Bus nach Hause verpasst. Ja, sehr schön. Wo wäre denn nach Hause gewesen für dich? Mitte England, Warwickshire. Ein kleine Stadt, eigentlich ein Dorf noch, Polesworth. Aber Shakespeare war mal da, ging da in die Schule für etwas über ein Jahr. To be or not to be? To be or not to be. Ich gebe zu, dass Shakespeare es etwas weitergebracht als ich. Nein. Aber dafür bin ich noch am Werken und er nicht. Aber Shakespeare hat keine Musik gemacht, als Musiker hast du sehr viel weitergebracht. Ja, ja. Du hast ja so viele Projekte gemacht, du hast auch viel komponiert, sag, ne? Also ich habe viel komponiert. Wir haben heute 3 meiner Stücke gespielt, aber wie du weißt, ich habe auch für das Blasorchester, ich habe für Big Bands. Und letztens war, wie ihr auch wisst, war etwas für das Symphonieorchester. Musik beschäftigen. Alles andere, null Ahnung. Höchstens null Ahnung. Aber Musik hält doch jung, Leslie, oder? Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ich habe keinen Bedarf, meinen Beruf hier zu wechseln, falls das nicht stimmt. Das ist nicht schlimm. Ja, in dieser Zeit, du hast aber auch Schulmusik gemacht, ne? Also Schulnoten geschrieben. Ja, wenn wir Zeit hätten, könnte ich jetzt ein paar Bücher holen. Ich habe einige hier und CDs gemacht und so. Ich habe für verschiedene Verlage, nicht unbedingt für Schule, einfach Spielstücke. Aber die meisten davon sind, sagen wir, relativ einfach und kommen ganz gut an bei Musikstudenten und Schülern und so. Ja, wobei für die B-Instrumente immer schön viele Kreuze bei dir drin sind, ne? Schon mal, ne? Ja, ja. Die kann man übersehen. Ja, die kann man zukleben. Wer waren das, die 4 Musiker, Arbeit. Der Schlagzeuger? Wie hieß der? Wo kommt der her? Marcel Wasserfuhr. Ah ja, sag er das. Wohnt in Bergisch Gladbach. Ja, dann haben wir Ralf Kleinetebbe am Kontrabass. Ralf und ich waren immer dabei. Alle 20 Aufführungen, Auflagen von Christmas Jazz hier in Wermelskirchen. Ja, dann war Alexandre, unsere Sängerin, Alexandre Naumann aus Köln. Sie wohnte früher in Düsseldorf. Und Johannes Bär aus Remscheid, der wohnt auch jetzt in Köln, an die Gitarre. Und es harmonisiert sehr, sehr gut, denke ich, mit uns 4. Und vor allen Dingen macht es viel Spaß. Und das trägt über, glaube ich, ne? Ja, ja. Wenn man Spaß am Spielen hat, dann. Thank you.
trägt über, glaube ich, ne? Ja, ja. Wenn man Spaß am Spielen hat, dann, ja. Was, das ist gut rübergekommen. Was hätte das, wie hätte das gesehen oder wie hätte sich das angehört, wenn wir keinen Spaß daran gehabt hätten? Um Gottes Willen. Wir zum Beispiel sind keine Stimmungsleute, ne? Wir swingen gerne und das war's. Und Klavier ist irgendwann dazugekommen, hast du Musik studiert, ja. Leslie? Nein. Themawechsel bitte. Autodidakt am Klavier? Ja. Eigentlich auch am Saxophon. Das habe ich auch nicht studiert. Auch nicht? Auch nicht, nein. Ich wusste, dass ich das in mir hatte und ich habe sehr viel geübt. Und wenn ich sage studiert, ich meine gebaut und abgehört an ihm. Was das Jazz betrifft. Das Spielen betrifft, das kommt hier. Das kann man nur lernen. Ne? Lass mal was hören, Leslie. Und versuchen. Dann spiele ich eine meiner schönsten Kompositionen, das heißt Beethoven 5. Nein, dieses Stück ist, wir haben jetzt gerade Weihnachten. Von dir komponiert? Ja. Eigene Komposition? Ja, das war nicht vollständig, das war nur die Hälfte sozusagen. Ja, natürlich, ganz klar, aber es hätte sich angehört... Hast du jemand anderes gefühlt, das Gefühl hätte? Nein, natürlich. Also ich weiß ja, du hast ja immer viel geschrieben und viel gemacht und das Klavier ist dann irgendwann dazu gekommen, ist ein ganz wichtiges Instrument eigentlich. Ja. Ich sage, warum ich, sagen wir, vom Saxophon zum Klavier hinüber gewechselt habe. Ich kann die ganze Zeit sitzen und da ist Abstellplatz für mein Bierchen oder mein Das oder sowas. Ne? Das sind die zwei Gründe. Ja, wir haben natürlich noch eine Idee, ein Saxophon mit einem Zusatzelement unten dran, dass es trotzdem noch klingt. Ja, ich spiele jetzt, wenn ich wieder im Cut Bistro spiele, das ist allerdings erst im Juli, spiele ich mit einer anderen Besetzung. Wo ich wieder Tenorsaxophon spiele. Das ist Jazz im Bistro immer an jedem ersten Donnerstag im Monat. Richtig, da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Stimmt. Ja, da bist du auch, also im Juni oder Juli. Juli. Ja. So, das muss reichen, Sandra. Ihr könnt gerne hier bleiben, aber ich bin fort. Ich habe Schmalz bis dahin. Okay. Bis dahin habe ich Schmalz. So, wieder. Trailer für nächstes Jahr, 15. Dezember. We are here again. Ich kriege jetzt hier welche Fernsehen. Werbefilm TV.